Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map, ohne Gräben, in der Version 1.4. Wir können hier mal ein bisschen Ordnung machen am Hof, es kommen auch immer mehr Fahrzeuge zurück, der steht noch von der Ernte hier. Ein bisschen Licht machen, schadet ja nicht. Und der steht noch von der Ernte hier und war noch ganz dreckig. Vor allem hier hinten das Schneidwerk. Sieht aus wie Fressen und Saufen. Und dann kommen nämlich auch schon die Fahrzeuge zurück, die Felder angesät haben. Ja, Körnermais wird gar nicht weniger links oben. Dreht er sich wieder im Kreis oder was macht er? Mal beobachten. Das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir hier mal Platz machen. Ja. Mal eben so ein bisschen die Tankstelle umgefahren. Gestellt. Ja, ich weiß. Feige oder faul oder was auch immer. Nennt mich ruhig so. Ich kann damit umgehen. Ja, ich muss hier nur erstmal hier Ordnung haben am Hof. Das macht mich sonst verrückt. Wenn das hier so schlimm aussieht. Das kann ich nicht ab. So. Er ist aber hier am. Er macht das schon. So, der muss hier auf jeden Fall dringendst getankt werden. Und natürlich auch sauber gemacht werden. Siehst du, das war der ohne Frontgewicht. Dann können wir da auch gleich das Frontgewicht dranhängen. Wenn wir den sauber gemacht haben. Dann haben wir ein Frontgewicht gekauft für den. Das dahin, wo es hingehört. Ach so, auffüllen natürlich, ja klar. Gute Idee.
Saatgut. Ja, und dann holen wir uns auch gleich noch. Holen wir uns auch gleich Dünger. Machen wir es gleich anständig. Seht ihr, geht doch. Voll machen, bitte. Danke. So. So. Eben das Frontgewicht holen. Wie ich hier vorne abgestellt habe. Da steht's. Nigelnagelneues Frontgewicht. So. Und dann? Können wir im Prinzip auch das Fahrzeug hier in die Halle stellen. Aus. So. Wo die Palette herkommt, das möchte ich mal wissen. Also, möchte ich wirklich mal wissen. Ich meine, klar, ich weiß, wo die herkommen, aber wieso die hier steht, weiß ich nicht. Egal. Ein unergründliches Mysterium. So. Den stellen wir auch mal gleich weg. Dann haben wir es hier schön, schön sauber. Und aufgeräumt. So. Ja, schön. Haben wir den auch fertig. Kann der auch weg. Hier haben wir jetzt gar nichts mehr stehen. Wir haben gar nicht viele Geräte, ne? Wir brauchen ja auch nicht viel. Was brauchen wir? Wir brauchen die Drescher, wir brauchen die Rübenernte. Jetzt kommen bald noch Häcksler dazu. Wir brauchen jede Menge Anhänger und Traktoren. Aber ansonsten brauchen wir ja auch nichts. Wir müssen nicht mehr grubbern. Wir müssen nicht flügen. So, das war der 59er, ne? Der neue. Ja. Ah, da kann man doch auch mal ein Foto von machen, oder? So.
Okay, jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Der Unimog hat immer noch durchdrehende Reifen. Das ist nicht weiter schlimm. Der macht hier bei uns nur eine... Ah, das war jetzt unklug. Nein, das ist er. Ich weiß nicht, warum der da mal gegenfährt. Wenn wir hier jetzt Abfahrer einstellen, dann macht er den Kurs richtig. Warum der nicht fährt, weiß ich auch nicht. Der da. Der steht auf jeden Fall im Weg. Der muss da weg. Den machen wir einmal voll. Dann kann man das eigentlich auch verteilen, ne? Wobei hier... Hier ist eh Chaos. Was macht die Brücke eigentlich? Oh! Ich glaube, die Brücke ist fertig. Oh, fast. So. Trotzdem läuft die Produktion natürlich noch nicht, weil da ja noch so viel Papier ist. So, Leerpaletten ist voll. Ach shit. Nee, doch nicht shit. Doch nicht shit. So, ich hole jetzt hier mal... Müssen wir erstmal ein bisschen gucken. Wir wollen hier nicht zu viel abholen. Aber erstmal Pappe. Die können wir gleich erstmal verkaufen ohne Ende noch. Erstmal noch wieder ein bisschen Geld mitmachen. Ja gut, die stehen nicht genau richtig ineinander, aber das ist das gleiche Phänomen, was wir auch bei den Fliegel-DPW und so beobachten. Das ist ja jetzt kein Beinbruch. Okay, irgendwas läuft hier jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr fahren, ich kann mich nicht mehr bewegen. Er fährt irgendwie... Okay.
Okay, das geht noch. Ich kann nicht mehr vorwärts fahren. Ich kann nicht mehr rückwärts fahren. Ich kann hier so einiges nicht mehr machen. Können wir eben das Spiel speichern. Das kann ich machen. Aber sonst kann ich nicht mehr viel machen. Der bewegt sich hier ganz komisch. Kann nicht mehr laufen. Kann nicht mehr. Vorwärts, rückwärts kann ich noch, aber Motor starten, stoppen nicht mehr. Bin irgendwo an irgendeine Taste gekommen, aber ich weiß nicht an welche. Das geht noch. Das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr in andere Fahrzeuge springen. Ja. Gut, okay. Weiß ich nicht, woran es liegt. Dann machen wir für heute Schluss. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich bei euch. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Achso, was passiert denn, wenn ich hier raufgehe? Und ja, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, dann freue ich mich. Einsteigen kann ich da auch nicht mehr. Könnt ihr auch auf Facebook finden, Riesenjung 13. Und ja, in diesem Sinne, bis morgen. Ciao.